Unter dem Motto Happy Halloween fand am vergangenen Wochenende die Katzenausstellung in Biedermannsdorf statt. Katzenbesitzer und Interessierte hatten die Möglichkeit, sich auszutauschen und alles rund ums Thema Katze zu erfahren. Es war ein Pflichttermin für Katzenliebhaber in Biedermannsdorf. In der Jubiläumshalle stellten sich zahlreiche Katzen unterschiedlicher Rassen der Jury und am Ende wurden die schönsten Fellnasen prämiert. Aber nicht nur für das Auge hat diese Katzenausstellung etwas zu bieten. Wenn man sich vielleicht für eine Katzenrasse interessiert, die noch nie gesehen hat oder einfach wissen möchte, wie die vom Wesen her ist. Hier sind verschiedene Züchter, die Aussteller. Kann man dann persönlich ansprechen und dann bekommt man die Katze erklärt und kann vielleicht auch beim Richten zusehen, wie sich die Katzen im Ring präsentieren. Das ist einfach ja, ganz interessant, wenn man sowas noch nie gesehen hat. Und man sieht auch, die Katzen sind relativ entspannt. Also es werden ja nur Katzen ausgestellt, die das auch gut tolerieren, die haben keinen Stress und es ist für die Katzen jetzt nicht schlimm. Aber nicht nur für die Besucher sind solche Katzenausstellungen informativ, auch für die Züchter sind sie wichtige Veranstaltungen. Erstens bekommt man ein Feedback von den Katzenrichtern, wo man steht, ob die Katzen dem Typ entsprechen. Dann ist es einfach auch ein Riesenspaß, die Freunde wieder zu treffen. Also wir kennen uns ja großteils persönlich und überhaupt jetzt nach der langen Pause, nach 1,5 Jahren, ist es die erste Show wieder für uns. Und das macht dann einfach Spaß. Ja, und die Katzen treten dann gegeneinander an, sozusagen, und dann wird die Schönste eben gekürt. Und worauf schauen da die Wertungsrichterinnen und Wertungsrichter? Jede einzelne Rasse hat einen sogenannten Rassestandard, wird beschrieben, die ideale Katze beschrieben wird, wie das Profil ist, wie die Form der Ohren, der Augen, die Größe und so weiter. Und unser Job mehr damit als richtig ist, eben zu bewerten, welche Katze diesem Standard am nächsten kommt. Wir wollen keine X-Haxen, zum Beispiel hinten bei den Katzen gibt es oft bei den größeren Rassen zum Beispiel so X-Beine. Also da schauen wir auch schon, wenn wir sie aus dem Käfig rausnehmen. Und sie sollen generell in einer guten Verfassung, Kondition sein. Also sie sollen wohlgenährt sein, jetzt nicht dick oder was, aber schon wohlgenährt, muskulös, dass sie auch genügend Bewegung haben. Also auf solche Dinge schauen wir auch, nicht nur auf den Standard quasi. Und der Richter, der bewertet eben dann so Dinge wie die Fellqualität, den Körperbau, das Profil, einfach Merkmale dieser Rasse, dass man das als Laie wahrscheinlich gar nicht bemerkt hat. Das geht einfach so spielerisch nebenbei und das wird eben bewertet. Und je nach Qualität der Katze wird die eben dann von erster Platz bis ja, gereiht einfach.